Im Gegenteil. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, haben wir vielleicht eine Chance. Fakt ist, zerstören wir die Waffe, lösen wir eine Kettenreaktion aus und statt unserer Sonne gäbe es eine Supernova. Naja, zumindest sind wir zusammen. Genau. Wir wissen, was zählt. Die Freiheit des Reisenden. Ich glaube, wir drei und ein großer Haufen Sprengstoff wäre eine Option. Wisst ihr, ich habe immer noch den Vex-Teleporter. Die Reichweite ist gering, wir müssen also ziemlich nah ran. Dann müssen wir es eben innerhalb der Stadtmauern versuchen. Aber ohne das Licht wird ein Angriff auf die Mauer sicher scheitern. Wir könnten... Es gäbe kein Zurück mehr. Das ist es wert. Wie kommen wir rein? Wisst ihr, die Stadtmauern sind fast wie dieser Stall. Man kann ungesehen hindurchschlüpfen, wenn man weiß, wo. Du bist sicher keine Jägerin von mir? Capes finde ich albern. Ach so. Schicker Poncho. Ihr müsst euer Team ohne Aufsehen in die Stadt bringen. Meine Leute und ich können euch helfen. Am liebsten schießen wir sowieso auf böse Jungs. Hawthorne, es reicht schon, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Aber du musst das nicht tun. Du bist kein Hüter? Glaubt ihr, dass nur ihr Opfer bringen dürft? Ihr vergesst, dass wir die ganze Zeit auch ohne Licht überlebt haben. Es gab eine Zeit, da war dieser große weiße Ball am Himmel für uns alle da. Wird Zeit, dass wir den Gefallen erwidern. Ob Hüter oder nicht. Tolle Rede und so, aber was ist denn mit der Supernova und der Auslöschung der Menschheit und so? Wenn wir die Allmacht nicht zerstören können, schalten wir ihre Waffe aus. Dafür brauchen wir einen bestimmten Hüter. Wir brauchen eine gute Tarnung, wenn wir durch eine Kabal-Armada fliegen wollen. Wenn ihr ein Kabalschiff braucht, gibt es in der Nähe eine Basis. Aber sich reinzuschleichen wird nicht einfach. Oh, wir schleichen nicht mehr. Wenn ich eines von Kate gelernt habe, dann die Wirkung eines großen Auftritts. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Ein Drücker? Nein? Nicht kuscheln. Hallo. Ich war wohl abgelenkt. Hallo. Was brauchst du? Ich bin in Gedanken gerade überall. Aber mit dir sprechen. Nur eine Minute. Hallo nochmal. Wir geraten in Verzug. Ja. Check, check, check. Zwei Stunden zum Wall, zwei Stunden zurück. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Mal nachsehen, es muss Nachrichten für dich geben. Ich fange dann mal an. Okay. Stärke durch Licht. Herrje, es ist kaputt.
Glaubst du, dass Shax und Savannah Hallo nochmal, Hütter. Schreien beiseite legen werden? Erinnere dich, wofür wir kämpfen. Wache hier. Was hält die Zukunft für uns bereit? Oh, ich sehe gleich mal nach. Ab heute autorisiere ich Strike-Einsätze neu. Strikes dienen als Rückgrat unserer Verteidigung gegen unsere Feinde. Jetzt und in Zukunft. Wir suchen Prioritätsziele, sammeln Informationen zum Feind und vereiteln Machenschaften gegen die Menschheit. Ich weiß, du wirst sowohl den Hütern als auch den Zivilisten zeigen, was Mut wirklich bedeutet. Doch das ist keine Solo-Mission. Du brauchst einen verlässlichen Einsatztrupp. Wie sagt Kate immer, nur im Team, da wird der Traum wahr. Geh da raus und mach uns stolz. Mach was draus. Sehr gut. Kämpf weiter. Ich brauche eine Pause. Mit der Zeit wird die Dunkelheit wieder anmachen. Was kannst du mir beibringen? Aber mit dir sprechen kann ich alle machen. Das würde doch keiner machen. Alles steht zum Verkauf. Schau es dir an. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast. Wir sind jenseits des Kartenrands. Wie war es auf dem Schlachtfeld? Das Everversum ist für alle Hüter da. Hat er dich komisch angeguckt? Ich glaube schon, weil du ein Vogel bist. Ich war wohl abgelenkt. Hallo, Hüter. Sauber hier. Was ist das? Suchst du nach etwas Bestimmtem, Mutter? Oh, das alles schon früh morgen. Super. Müssen sofort nach oben gebracht. Sink, nicht, bis du auftauchst. Red Jacks und ich halten dir den Rücken. Erinnerst du dich noch an die Kabalbasis in der Nähe? Ein Kumpel von Gaul ist da der Boss. Tumus. Wir wissen, dass er Zugang zur Allmacht hat. Du stürmst die Basis, klaust Tumus' Schiff, schleichst dich damit an Bord der Allmacht und legst sie lahm, bevor unsere Sonne zerstört wird. Ach so. Tumus kannst du dann auch gleich erledigen. Gib das Signal und wir stürmen die Stadt und erobern sie zurück. Muss schon sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass du von einem interplanetarischen Ausflug zurückkommst. Erst recht nicht mit der Vorhut. Ich sag dir, die Rotlegion hat keine Chance. Aus dem Camp schleichen würde, das würde doch keiner machen. Aber noch ist die Rotlegion nicht besiegt. Die Rotlegion und mehr. Hätte das vor Jahren gebraucht. Bis später. Wow. Sloan war die richtige. Wir haben getan. Wenn ich mich einfach aus dem Camp schleichen würde, das würde doch keiner merken. Hüter, wie läuft's in der ETZ? Ich schaff das. Na los doch, Hüter. Zurück aus der Wildnis. Erinnere dich, wofür wir kämpfen.
Petra, du musst mit gutem Beispiel... Nimm dir Zeit, die Welt um dich herum zu verstehen. Es gibt Gründe, warum die Sachen noch... Hab ich's doch gewusst? Wolltest du mit mir sprechen? An die Arbeit. Ich bin anwesend. Der Großteil von mir zumindest. Ich nehme an, du brauchst etwas. Warum ist ein Titan jenseits der Arbeit? Wer hätte das gedacht? Die Welt brennt. Wir brauchen dich da draußen. Der Geruch des Sieges, daran kann ich mich aber nicht noch berühren. Ist die Rotlegion nicht bei sich. Ich bin in Gedanken gerade überall. Aber mit dir sprechen kann ich allemal. Occam's phaser, that's what we follow. I feel like we had you before here, right? Feel like we had you before here, maybe, sir? Stream is reaching.